Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Platz 65. Ja, heute mal ein bisschen live da draußen, natürlich nebenbei, wie ihr auch hört. Wir sind im U-Bahnhof am Pankstraße, das erste hauptsächliche auf jeden Fall zu diesem Wahnsinn des Wortes. Hier wird auf jeden Fall die nächsten Jahren auf jeden Fall total die Bahnhof saniert zu werden, natürlich. Hier entsteht natürlich Modernes natürlich aus. Und genau. Jo. Was kann ich auch erstmal einerseits sagen? Es wird auch natürlich mit einem Auszug installiert. Sogar noch einen weiteren eigenen Ausgang natürlich rauszukommen. Und ja, das eine Sache natürlich ganz wichtig zu wissen mag natürlich. So. Genau. Wie ihr seht, da fällt sich U8 in Richtung genau nicht an. So sieht's mal aus. Genau. Aber hier ist auch natürlich heute Drohnen-Junkies, abgesehen dazu auch noch nebenbei. Deswegen sind auch nebenbei unvergesslich, kann man so sagen, auch. So, meine Damen und Herren, dann erzähle ich mal kurz was zur die Geschichte zur U-Bahnhof Pankstraße auf sich hat. Der U-Bahnhof Pankstraße ist ein Bahnhof der Linie U8 der Berliner U-Bahn im Ostteil Gesundbrunnen. Er trägt Bahnhofszeichen der Berliner Verkehrsbetriebe, der Bezeichnung PK. Ein für den Zeitraum 2019-2020 vorgehensweise ein Aufzugseinbau fand bisher nicht statt. Der U-Bahnhof ist daher nicht barrierefrei. Die Station besitzt Wandverkleidung aus braunen Fliesen. Die Stützen sind mit Aluminiumblechen verkleidet. Mit der Verlängerung der U-Bahn Linie 8 von Gesundbrunnen zur Ostauer Straße wurde die Station ab 5. Oktober 1970 eröffnet. Baubeginn dieses Abschnitts war im September 1973. So sieht's. Zeige ich euch natürlich nebenbei auch Bilder natürlich im Hintergrund. So sahen auch früher aus und jetzt so wie marode aus. Genau, guck mal. Was ist denn da? Ja, ich denke, hier wird es noch einen Ein- und Ausgang geben. Bin mir nicht so ganz so sicher, ob das so ist, wie man wohl denkt. Aber lassen wir uns überraschen, würde ich mal so sagen. Ne? Genau. Genau. Richtung Hermannstraße halten da. Auf jeden Fall definitiv an, aber Richtung Wittenau eher nicht. So, hier ist er einmal davon draußen, einmal hier von an der U-Bahnhof Pankstraße. Hier wird es ja einmal gebaut und da vorne kommt auch ein Aufzug, wie ich weiß, mit einem Ein- und Ausgang dazu. Also es wird da tatsächlich wohl, denke ich mir an, drei Ein- und Ausgänge zu sein.
so sieht er mal aus. Genau, da ist auch Badstraße. Da geht es jetzt so Richtung Pankow. Genau, so mal ein bisschen nebenbei so sieht. Natürlich, bin ich nach kurz. Natürlich. Und auch der Buslinie M27er fahren auch natürlich hier zwischen S- und U-Bahnhof Pankow und Jungfernheide. Falls hier eine oder andere wissen, natürlich. Und hier ist der Eingang zur U-Bahnhof Hankstraße. Hier vorne. Dann gehen wir mal einmal rein. So. Noch kleine Informationen. Der U-Bahnlinie 8 in Richtung Wittenau hält nicht an. Wegen Sanierung, natürlich. So sieht er mal aus. Natürlich. Eigentlich in Jahren von 90er Jahren. Natürlich gebaut. Und ja. Genau. Hier ist, haben die alle zugemacht. Alle zu. Und oben haben die die Decken ihr alles abgerissen, alles abgerissen. Vorne steht dann noch der Bankautomat. Genau. So sieht es ja von hier aus im U-Bahnhof Pankstraße aus. Alles im Marode. Alles. Fast die ganze Verkleidung wird ab. Ich denke, die werden auf jeden Fall alles erneuern. Hier. Neuer Schriftzug wird angebracht, neue Fliesen, alles wird neu hier umgestaltet. Kann man so sagen. Aber ich denke, es wird der sowieso trotz als brauner Fliesen doch noch kommen. Wenn ich so denke. Genau. Das ist auch natürlich als Motiv, natürlich als Bild. Natürlich auch hier die evangelische Kirche heißt das. Genau. So sieht es mal aus. Genau. Ja. Genau, ich zeige euch natürlich auch da draußen, auch auf jeden Fall, wie es da draußen aussieht. Natürlich. Auf jeden Fall. Genau. So kleine Informationen auch noch dazu. Hier haben die nur auf einer Seite für damals die Gleis erneuert. Natürlich mit die Drehstrom, also Stromabnehmer natürlich. Haben die auch auf jeden Fall erneuert. Aber auf andere Seite nicht. Da gibt es noch das Aufkleber mit Haltebereich Kurzzug. Aber auf andere Seite nicht. Genau. Mehr zu dazu, natürlich. So sieht's mal aus. So, da kommt ja schon der nächste. So. Gut. So, nächste Station ist Gesundbrunnen. So, wir gehen mal hier hoch natürlich. So, Richtung S-Bahn, so Regionalexpress und Verzügen natürlich nach oben natürlich. Hier haben wir auch das Karte. Also hier sind wir hier drin im U-Bahnhof. Da ist die S-Bahn. Genau, da ist der Gesundbrunnen-Center, das große Gebäude. Genau.
an all denen, die da natürlich auch gerne Busfahrer oder U-Bahn fahren möchte, gerne da bewerben natürlich und könnt ihr auch gerne ausbilden und machen. So, nach der Unterführung sind wir jetzt hier gleich bei dem S-Bahn, Deutschen Bahn-Geschichte. Da vorne geht zur S-Bahn natürlich und hier natürlich Regional-Express sowie Fernzügen natürlich. So, ja, natürlich ist auch hier wieder auch los natürlich am Gesundbrunnen, also Bereich von Nordkreuz natürlich. So, machen wir hier. Da steht ja sogar ein RB-Zug sogar nach Flughafen BER Terminal 2 sogar. So. Hier kommt er hier später dann Berlin nach Südkreuz von ERI 5. Habe ich schon wieder außenrum natürlich. Genau. So seht ihr hier den Bahnhof aus, natürlich. Wie natürlich. Steht auch noch extra dran. Berlin Gesundbrunnen, Nordkreuz. Dazu. Also der wird ja in der Richtung. Okay. Ja. Obwohl hier RB 32 drauf steht. Aber okay. So. Sogar die S-Bahn müssen auch leider aufgrund des auch wieder wegen der Baumaßnahmen bei dem Nord-Süd-Tunnel auch natürlich beanspruchen natürlich. Und genau. Hier ist da vorne die Berliner S-Bahn natürlich. So, genau. Wir gehen mal einfach mal hier langsam nach oben, natürlich zu den Verhandlungshallen, natürlich kann man so sagen. Ach, schön, wir gehen hier immer noch nach Flughafen BER Terminal 2. Okay. Da ganz vorne, der letzte Gleis, ist das Richtige eigentlich. Also. Aber irgendwie ungewöhnlich, dass jetzt die Deutsche Bahn jetzt nicht auf den richtigen Moment fährt. Aber, okay. So, dann gehen wir mal nach oben. Mit der Rolltreppe. Da halt sogar nicht nur die Züge, sogar auch Busse natürlich auch. Auf jeden Fall. Einfach schön und praktisch. Natürlich. So. Noch ist alles normal natürlich. Wie jeder andere auch. In der Bahnhofshalle. Zu sehen. Ah, es wissen mehr. Wissen mehr natürlich. Auf jeden Fall. Aber auch wenn nicht. Wirklich auch. Nebenbei zu sagen. So. Genau. Hier haben wir auch noch Biomarkt sogar hier. 350 Tage für sie geöffnet. Das ist einfach ein Witz. Aber ist ja kein Witz. So deutsch gesagt als getan. Oh ja, da scheppert es aber richtig hier mit dem. Sollte ja mal mit.
So. Genau, hier vorne ist es Hannes-Rohrbeck-Platz. Ui, sogar jetzt da gleich ein weißer Bus. Eine weiße Gelenke-Bus. Aber dann wieder den hinfahren. Ach, das ist der Ersatzfuß. Ah. So. Sieh an. Oh, und es regnet sogar. Oh noch. Aber gut. Aber die können ja freuen, dass jetzt ab dem 2. Februar keine Masken mehr bringt. Guck mal, lieber. Rein in alle. Natürlich. So. Weil mit der Busse kann auch nicht so Richtung wenigstens für so Voltaien auch gefahren werden. Den Schienenersatzbus. Genau. Ist ja wissen wieder viel Verkehr wieder auf der Seite. Wieder los aus. Natürlich. So, aber jetzt würde ich auch mal langsam verabschieden. Kleine kurze Wert. Kann er wohl gern sagen. Und wir werden natürlich auch demnächst auf jeden Fall über irgendwo unterwegs sein. Hoffentlich natürlich, wenn das, ne? Und ja, lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn ihr gefallen habt. Und dann seht ihr es natürlich weiter. Auf jeden Fall wisst ihr es. Auf jeden Fall mehr dazu. Im Hintergrund steht sogar eine Scania-Bus, natürlich in weiß sogar. Das ist auch mal ganz interessant, auch mal hier welche Ersatz, was es da gibt, natürlich. Auf jeden Fall. Also, die Scania-Bussen, die waren ja häufig von der BVG, natürlich. Aber auch jetzt in weiß ist auch mal selten, dass da sowas das gibt. Natürlich. Genau. So weiteres und mehr auf jeden Fall. So, dann sehen wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Euer Chris von 6 Germany und haut rein und schau mit auf.